Noch immer bin ich mit Felix in Italien unterwegs, eine der gefährlichsten Lost Place Touren, die wir je zusammen gemacht haben. Auch dieses Mal war es nicht ganz ohne Risiko, denn wir bekamen einen Tipp für eine verlassene Villa. Allerdings befand diese sich mitten in einem kleinen Bergdorf irgendwo in der Toskana. Die Landschaft wunderschön, das Reinkommen in das Gebäude allerdings höchst gefährlich, denn überall drumherum herrschte Leben und man hörte von allen Seiten aus die Einheimischen reden. Was wir dann allerdings in der Location fanden, übertraf all unsere Vorstellungen. Leute, hier ist so eine kleine Gasse. In beide Richtungen, nichts weiter. Hier wohnen überall drumherum Menschen. Und hier habe ich einfach an der Tür gedrückt und die ist offen. Man hat das Gefühl, man bekommt hier gleich Besuch, jeden Moment. Das Bett ist sogar noch komplett bezogen. Das muss so ein belesener, einflussreicher und wohlhabender Mann gewesen sein, der hier damals gelebt hat. Die ganze Schublade ist voller Spritzen. So langsam, Leute, schleicht sich mir hier so ein gewisses Unbehagen ein. Lasst uns auf jeden Fall nicht mehr zu lange hier bleiben. Angekommen in der nächsten Location will ich, ja doch, Location kann man schon sagen. Ein unfassbar schöner Ausblick irgendwo mitten in der Toskana. Ganz in der Ferne, das seht ihr aber wirklich nur ganz, ganz wenig, ist ein ausgetrocknetes Flussbett. Und ich würde sagen, zusammen mit dem Felix gehen wir jetzt, aber auch erst, wenn der Bock abgeschlossen ist, mal schauen, ob sich hier ganz in der Nähe eine verlassene Location befindet, die wir mit Glück sogar filmen können. Die Anfahrt hierhin war wirklich der Wahnsinn. Unfassbare Bergpässe schon wieder. Reihen sich hier aneinander. Wir sind bestimmt anderthalb Stunden, na zumindest eine Stunde hier hochgefahren. Es kommt einem alles so lange vor, weil man eben so lange braucht, um jede Kurve hochzufahren und sich immer weiter hochzuschlängeln. So eine alte Kirche steht hier auch einfach. Wunderschön. Das muss es sein. Ich guck mich mal dran um, ja? Leute, hier ist so eine kleine Gasse. In beide Richtungen, nichts weiter. Hier wohnen überall drumherum Menschen. Und hier habe ich einfach an der Tür gedrückt und die ist offen. Die ist einfach offen. Ich gehe erstmal ein Stück vor. Ich will noch nicht zu viel zeigen. Ich packe jetzt meine Kamera aus. Dann gucken wir uns das hier gemeinsam an. Ich glaube, das ist richtig krass. Ich sag's euch, ihr werdet's nicht glauben, was man hier findet. Wir befinden uns nun also in einem kleinen Bergdorf mitten in Italien. Und das hier scheint eine alte Doktorenvilla zu sein. In diesem Video werde ich nur flüstern können. Ich weiß nicht, ob das die Sache spannender macht oder ihr wirklich die Krise kriegt, aber es geht nicht anders. Dieses Haus grenzt überall an andere Grundstücke an. Man hat das Gefühl, man bekommt hier gleich Besuch, jeden Moment. Ja, Leute, so ist es hier die ganze Zeit. Wie dem auch sei, wir gucken uns jetzt hier um und schauen, was wir hier alles entdecken können. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also Leute, wir befinden uns jetzt hier in dieser kleinen Ärztevilla, ja? Das hier ist der Eingangsbereich. Und von dort vorne, ihr seht schon diesen mini kleinen Lichtspalt, ja? Da sind wir reingekommen und dann haben wir das hier vorgefunden. Einen Eingangsraum, der luxuriöser kaum sein könnte, aber auch kaum älter. Hier befinden sich überall solche kleinen Vasen auf so gekringelten Sockeln. Hier steht noch alles parat, als ob man von heute auf morgen diesen Ort nie wieder betreten hätte. Selbst auf dem Boden sämtliche Details, wie so eine alte Karteikarte, Disco-Bar. An der Wand thront das Bild eines Mannes, der ziemlich offiziell aussieht. Ich weiß nicht, ob das hier der Doktor war, beziehungsweise vielleicht der Vater von dem Doktor, der hier gearbeitet hat. Warum das Ganze hier einem Doktor gehört hat, werde ich euch gleich zeigen. Hier bricht das Licht rein. Es ist unfassbar. Also auch hier auf dem Tisch, überall liegen Sachen. Ein uralter Hut, der ist richtig hart geworden. Alte Schriften vom 12. Dezember 1934. Das ist noch vor dem Zweiten Weltkrieg, Leute.
Hier vorne gibt es tatsächlich ganz komischerweise noch einen zweiten Eingang. Auch da könnte man die Tür unter Umständen genauso wie dort auf der Seite, wo wir rein sind, einfach aufziehen. Deswegen müssen wir hier absolut aufpassen. Und wieder hört man jemanden draußen. Das ist wirklich so dermaßen riskant hier, aber auch so dermaßen beeindruckend, dass ich es kaum in Worte fassen kann. Schaut mal, hier ist noch so eine kleine Sitzgelegenheit und darüber befindet sich ein noch älteres Foto. Und darunter steht etwas geschrieben. Freme de ira quel pallido messia e abraziata la croce in sul calavario alla lege rebelle egli salia. Wenn ihr wisst, was das bedeutet und vor allem, wie man das richtig ausspricht, schreibt es gerne in die Kommentare. Von diesem Satz hier geht es vorbei an einer leider kaputtgegangenen Skulptur in so einen kleinen Gang. Keine Ahnung, wo der noch hinführt. In einen Raum, der irgendwie voller Schrott ist. Aber hier ist alles in diesem Raum zusammengestellt und völlig chaotisch. Aufpassen mit Glasscherben auf dem Boden. Hier ist noch eine alte Toilette. Wie so ein Plumpsklo irgendwie. Dieses Haus scheint auch einen Keller zu haben. Hier geht es noch irgendwo runter. Hier ist so eine Luke. Aber die mache ich auch nicht auf, bevor irgendwas kaputt geht. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, da ist hier wie so eine Gartenpforte. Da geht aber gar nichts auf. Dieser Raum hier scheint auf jeden Fall der Eingangsbereich gewesen zu sein, wo man nur durch solche alten Holztore reinkam. Schaut mal, Leute, hier liegt auch noch was auf dem Boden. Das ist ein alter Zeitungsartikel. Aber was viel spannender ist, hier neben liegt eine alte Kreuzkette. Ob die damals hier mal jemand getragen hat? Die liegt hier einfach auf dem Boden. Wie vergessen oder fallen gelassen. Schau mal, das ganze Bücherregal ist sogar noch voller Bücher. Aber sobald man hier irgendwas aufmachen will, wird es so ein Geräusch geben. Deswegen schauen wir uns das alles einfach nur von außen an. Das sind so alte Bücher, bestimmt teilweise aus dem 20., vielleicht sogar 19. Jahrhundert. Das Krasse ist, finde ich, Leute, dass dieser Ort hier zwar komplett eingerichtet ist, aber gefühlt von 1920, 1850 oder sowas in der Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie sowas sein kann, dass sowas einerseits noch so gut erhalten ist, andererseits aber auch schon so viele Jahre verlassen ist. Von diesem Raum grenzen noch drei Türen ab. Hier vorne ist die erste, dort ist die zweite und da kommen wir her. Da gibt es aber auch noch einen Raum. Und ich würde sagen, damit ihr versteht, warum ich immer wieder sage, dass hier wahrscheinlich mein Arzt gelebt hat, müssen wir dorthin gehen. Hier sind wir ursprünglich lang gegangen. Über ganz viele Bücher kommt man hier hin. In einen Raum mit nicht nur vermutlich ganz vielen Lexika und Lehrbüchern und zum Beispiel auch so alten Ampullen, sondern auch zu dieser Krankenliege hier. Aus welcher Zeit mag das sein? Was wurde hier behandelt? Und wann wurde es zurückgelassen? Hier sind in dem Regal sogar noch verschlossene Briefe und ein mini kleiner Bildschirm. Ob der vielleicht mal mit irgendeinem ärztlichen Gerät angeschlossen war? Schaut mal, hier von diesem Tisch aus geht so eine kleine Schüssel. Ich weiß nicht, wofür die war. Was ist echt interessant. Zum Waschen oder Desinfizieren? Da geht so ein kleines Rohr runter. Weiß das vielleicht jemand, wofür das war? Hier vorne steht sogar noch ein alter Ofen. Ebenfalls mit ganz alten italienischen Büchern. Und da die Menschen hier sowieso sehr gläubig sind, natürlich auch ein Bild von Maria in diesem Raum. Solch ein Gebäude habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Das ist unfassbar. Hier wurde noch nicht mit Heizungen geheizt, sondern mit Feuer. Das heißt, in dem Behandlungsraum, und das war sicherlich hygienisch gesehen nicht optimal, wurde mit Feuerholz geheizt. Und was wurde an diesem Tisch hier gemacht? Es gab hier nur diesen einen Raum, wie in einem Privathaus, einfach im kleinen Hinterzimmer. Gefühlt ist dieses Gebäude weit über 50 Jahre verlassen. Aber dazu habe ich bisher keine Indizien gefunden. Oder die Menschen haben einfach auf einem sehr einfachen Standard noch sehr lange gelebt. Gut, Leute, gehen wir weiter. Da
noch einmal zurück in den Eingangsbereich, in dem wir schon waren, zum nächsten Raum. Das ist ja unfassbar. Das scheint so eine Art Wohnzimmer gewesen zu sein. Ebenfalls wieder mit ganz vielen Büchern. Einer wieder genauso luxuriösen Decke. Selbst die Tür wirkt in dem Falle sehr, sehr besonders. In der Mitte steht ein Esstisch. Hier außen eine kleine Sofaecke. Ein riesiger Kamin. Und hier vorne hat sogar ein Klavier. Welche Noten findet man neben dem Klavier auch noch? Gewesen sein. Wahrscheinlich der einzige Doktor hier in der Umgebung. Das muss so ein belesener, einflussreicher und wohlhabender Mann gewesen sein, der hier damals gelebt hat. Und wisst ihr, was die Sache noch etwas unheimlicher macht bei dieser Erkundung? Ah, Felix war am Anfang noch mit hier drin. Der ist jetzt rausgegangen. Das heißt, ich bin komplett allein in diesem Haus. Und das andere ist, draußen spielt irgendeine klassische Musik, die nicht besser zu diesem Haus passen könnte. Als ob die hier immer noch in den Wänden spielt. Das ist so unheimlich. Verlassen wir auch diesen Raum wieder und lehnen die Tür so leicht an, wie sie vorhin auch war. Es geht jetzt eine Etage höher, würde ich sagen. Das sieht schon wieder so luxuriös aus. Aber draußen ist ein Auto. Felix sitzt draußen. Der hätte aber längst was gesagt, wenn es draußen ein Problem gegeben hätte. Er wollte laut niesen im Notfall. Hier müssen wir auch. In zwei Richtungen, links und rechts. Ich denke, wir gehen erstmal rechts, die große Flügeltür. Alter Schwede, das scheint der Wohnbereich zu sein. Hier hängen nochmal ganz alte Bilder an so einer Sitzecke. Wann hier wohl zuletzt mal jemand gesessen hat? Es ist hier unfassbar dunkel. Ich mache einfach mal ein bisschen Licht an, damit ihr genügend sehen könnt. Oh, hier sind irgendwelche Nähsachen oder so in der Kommode. Hier geht's in so viele verschiedene Türen nochmal. Selbst hier geht's nochmal weiter. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich als erstes schauen soll. Alter. Schaut mal hier. Ein kleines Schlafzimmer. Mit ganz vielen Kleidungsstücken. Dieses Schlafzimmer wirkt fast so ein bisschen wie von so einer Angestellten oder so. Als ob es hier mal einen Bediensteten gab oder eine Bedienstete, die hier in diesem kleinen Zimmer dann mit Blick nach draußen gelebt hat. Hier gab es eine kleine Lampe. Diese hier zum Lesen, die man mit diesem hängenden Knopf hier bedienen konnte. Interessant ist halt wirklich, dass all die Klamotten plus einem alten Koffer noch auf dem alten Bett liegen. Längst aber alles mit Spinnweben überzogen ist. Schaut mal, der Blick runter ins Tal. Ich kann diese Location fast gar nicht glauben. Ich finde das so surreal. Es kommt mir vor wie eine Filmkulisse. Aber es ist keine Filmkulisse. Es ist wirklich ein Wohnhaus, wo mal Leute gelebt haben. Und das jetzt schon über 30 Jahre verlassen ist. Hier gibt es eine weitere Tür. Oh, mit Blick nach draußen. Hier gab es einen richtigen Balkon, wie es aussah. Hier kann man einen mini kleinen Blick auf das Haus.
Haus daneben erhaschen. Das Haus da ist definitiv nämlich schon wieder bewohnt. Wisst ihr, was mir zu diesem Zimmer hier einfällt? Ich finde, das wirkt auch wie ein Krankenbett. Als ob man hier mal jemanden pflegen konnte. Wie so ein kleines Mini-Krankenhaus, wenn es jemand wirklich schlecht ging. Oh, guckt mal hier auf dem Fußboden. Liegt sogar noch so ein ganz alter Fotoapparat. So eine Einwegkamera oder so. Wenn man von diesem Zimmer hier etwas weitergeht, kommt man in einen weiteren Raum, der von zwei Seiten begehbar ist. Dort ist eine Tür und hier. Und ein großes Ehebett. Das Bett ist sogar noch komplett bezogen und eine alte Tagesdecke liegt darauf. Hier an der Wand hängt ein alter Trenchcoat, ein Jesusbild und wie so ein altes Passfoto. Ob dieses Buch ein Krimi oder so? Das letzte Buch war, was diese Person je gelesen hat? Hier liegen irgendwelche Medikamente auf dem kleinen Schrank vor dem Bett. Und sogar noch Tabletten drin. Stöckelschuhe? Alte Fotos? Alter, Leute, wenn man sich mal vorstellt, dass die hier irgendwann vor 30, 40 Jahren das letzte Mal geschlafen haben und hier wirklich mal Menschen gelebt haben? Ey, wie kommt dieses Gefühl rüber? Schreibt's unbedingt in die Kommentare. Ich schwitze am ganzen Körper und es ist unfassbar, unfassbar spannend. Das hier ist ein wirklicher, wahrer Lost Place. So wie er im Lehrbuch steht, könnte man sagen. So, hier war ja noch eine Tür. Wo geht's dahin? Hier ist einfach noch ein Zimmer mit zwei Betten. Wie irre. Wie viele Zimmer es hier gab. Hier liegen auch ganz viele Zeitungen auf dem Boden. Und Briefe. Hier schien jemand alte Zeitungen gesammelt zu haben. Hier, zum Beispiel von 1981 eine Zeitung. Oder hier, 1978. Und was ist das hier? Ein begehbarer Kleiderschrank? Samt Ofen? Hier ist auf jeden Fall ein Riesenspiegel. Und Tatsache, hier waren mal die ganzen Kleidungsstücke drin. Sind aber alle rausgerubbt worden mal irgendwann. Hier ist noch so eine alte Truhe. Oh, ebenfalls wieder mit alten Zeitungen voll. So langsam, Leute, schleicht sich mir hier so ein gewisses Unbehagen ein. Lasst uns auf jeden Fall nicht mehr zu lange hier bleiben. Oh, hier ging's runter, da kamen wir her. Wieder zum Hauptraum. Ach, krass. Und hier ist die Küche. Und was findet man natürlich als erstes in einer Küche? Die ganze Schublade ist voller Spritzen. Das ist doch der Beweis dafür, dass hier wirklich ein Doktor gelebt hat. Ist irgendeine Flüssigkeit ausgelaufen? Und hier sieht man mal wieder ganz gut, wie sich die Natur hier wieder alles zurückholt. Die ganzen Pflanzen hier wachsen schon durch die Tür durch. Selbst ums Spülbecken ranken sich schon die ersten Arme von der Pflanze. Über dieser Schale haben sich komplett Spinnweben drüber gesetzt. Und irgendeine komische Paste steht hier noch. Hier gab es einen 3-Platten-Gasherd. Die Gasflasche steht sogar noch drunter. Hier kam der Putz mal von der Decke. Die Bausubstanz ist einfach nicht mehr gut. Hier stehen sogar noch ein paar Flaschen Champagner. Und der alte, wirklich edel aussehende Kühlschrank, der ist aber auch komplett leer. Und hier ist das Badezimmer, Leute. Natürlich. Ey, sagt mir nicht, dass da sogar noch auch noch alles da. Bürsten, Parfum, irgendwelche Waschmittel. Eine mini kleine Duschbadewanne. Alter, da sitzt eine Grille drin. Seht ihr die? Die ist locker halb so groß wie meine Hand. Guck mal, selbst die Zahnbürste und die Seife stehen hier noch. Gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen langsam wieder runter. Alter, dieser Blick. Alter. Ach du Scheiße, geht das hier tief runter? Das ist ja völlig irre. Das sind wie so Katakomben. Hier stehen alte Weinflaschen. So groß wie ich dachte, ist der Keller gar nicht. Es ist doch nur dieser einzelne Raum. Aber wir haben doch vorhin die Luke gesehen. Dann muss es einen zweiten Kellereingang geben. Nicht nur diesen hier. Leute, wir sollten jetzt auf jeden Fall langsam zusehen, dass wir hier wegkommen. In diesem Keller beende ich das Video. Es ist unfassbar. Unfassbar. Was ein Fund. Mitten in den Bergen Italiens.
Ich bin völlig fertig. Wir fahren jetzt hier weiter und suchen uns, glaube ich, für die Nacht einen Schlafplatz. Wir drehen bestimmt noch ein paar andere Videos, die ihr bald auf dem Kanal sehen könnt. Schreibt eure Meinung zu dieser Location unbedingt in die Kommentare. Und bleibt bis dahin frauengesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Euer PG Adventure. Ciao.